Was sollten wir eigentlich über das Laubhüttenfest wissen? Wir versammeln uns heute bei Nacht. Dieser Eröffnungsabend des Festes geschieht nach Sonnenuntergang. Es gibt nur sehr wenige Passagen in der Bibel, die sich auf eine Versammlung nach Sonnenuntergang beziehen. Eine natürlich ist das Passa. Und dann hatten wir auch bereits schon von der Nacht des Wachens gesprochen, zur Zeit der Tage der ungesäuerten Brote. Aber es gibt zumindest zwei Passagen in der Bibel, die sich auf das Laubhüttenfest zu beziehen scheinen, also auf die Eröffnungsnacht, den Eröffnungsabend, die wir heute begehen. Und die erste Stelle findet sich in Jesaja 30. Und zur großen Freude von vielen werde ich auch heute Abend von der neuen Lutherbibel 2009 zitieren. Unter anderem auch deshalb, weil ich die sehr bequem transportieren kann. Die kann ich mit einem Reißverschluss nämlich auch zumachen und dann ist die geschützt. So dann aber auch, weil ich irgendwie die ganz gut finde. Das bedeutet nicht, dass ich die revidierte Lutherbibel nicht mehr anwenden werde, werde ich mit Sicherheit auch tun, aber es ist ja auch interessant, einmal vielleicht Übersetzungen in ein wenig anderer Gestalt sich durchzulesen. Und so haben wir hier Jesaja 30 und Vers 29. Und da wird Folgendes gesagt. Da werdet ihr singen wie in der Nacht eines heiligen Festes und euch von Herzen freuen, wie wenn man mit Flötenspiel zum Berg des Herrn, zum Fels Israels geht. So werdet ihr singen wie in der Nacht eines heiligen Festes, wie das heute Abend der Fall ist. Denn heute Abend hat ja bereits der erste Tag des Laubhüttenfestes begonnen. Eine weitere Stelle findet sich in Psalm 134. Psalm 134 und Vers 1. Ich werde mir hier mal die Uhr zurechtlegen, um zu sehen, so wann ungefähr die ersten 3 Stunden vergangen sind. Nein. Psalm 134, Vers 1, da heißt es, ein Wallfahrtslied, nun denn, lobet den Herrn alle Knechte des Herrn, die ihr des Nachts im Hause des Herrn steht. Und das tun wir auch, wir haben alle eben gestanden auch, während des Eröffnungsgebetes und während der Eingangshymnen. Und dies könnte auch sehr wohl eine Stelle sein, die sich auf den heutigen Abend bezieht. Aber ist es möglich, dass es eine Lektion gibt vielleicht, die man ableiten kann von der Tatsache, dass wir zum Beispiel wie heute Abend des Nachts Gott anbeten? Was sagt uns die Bibel hierzu? In der Tat ist dies mit einer Lektion verbunden. Denn wissen Sie, Satan, der hört nie auf, uns anzugreifen, Tag und Nacht. Mit anderen Worten, uns zu verleumden bei Gott, Tag und Nacht. Und dies zeigt uns, dass Gott auch mit uns ist, Tag und Nacht. Und dass es auch für uns eigentlich keine Zeit gibt, wann wir Gott nicht verehren sollten. Es sollte niemals eine Zeit geben, wo wir zu gleichgültig sind, zu müde sind, mit anderen Dingen zu sehr beschäftigt sind, dass wir auf diese Weise Gott nicht verehren sollten. Schauen wir uns einmal einige Stellen hierzu an. Zunächst in Offenbarung Kapitel 12, eine sehr bekannte Stelle, die über Satan etwas aussagt. Offenbarung Kapitel 12 und lesen wir einmal Vers 10. Offenbarung 12 und Vers 10. Ich hörte eine laute Stimme, die sagte im Himmel, nun sind das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes gekommen und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder hinabgeworfen ist, der sie Tag und Nacht vor unserem Herrn verklagte. Und wir gehen davon aus, dass diese Zeit, wo er hinabgeworfen wird, entweder schon gekommen ist oder sehr bald kommen wird, aber das Prinzip ist, Satan verklagt uns Tag und Nacht. Und nun schauen wir uns an,
wie Gott sich uns gegenüber verhält. Psalm 78 und Vers 14. Was hat Gott getan, als er damals die Israeliten aus Ägypten herausführte? Er leitete sie tags mit einer Wolke und die ganze Nacht mit einem hellen Feuer. Gott war die ganze Zeit anwesend. Er hat die Israeliten zu keinem Zeitpunkt verlassen. Schauen wir uns weitere Stellen an. Psalm 1 und Vers 2. Dies sollte uns beschreiben. Das heißt, wir haben Freude am Gesetz des Herrn. Und wir denken über sein Gesetz nach, bei Tag und bei Nacht. Also meditieren über Gottes Gesetz muss nicht unbedingt nur auf die Tageszeit beschränkt sein. Schauen wir uns Lukas an, Kapitel 2. Lukas Kapitel 2 und Vers 37. Da wird über eine Witwe geschrieben, die war 84 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob wir einige unter uns haben, die bereits schon so alt sind. Das könnte durchaus sein. Diese Witwe war 84 Jahre alt. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Nacht und Tag. Also die Idee ist kontinuierlich. Lukas Kapitel 18. Lukas Kapitel 18 und Vers 7. Wir denken daran, dass es heißt, dass Satan uns Tag und Nacht verklagt. Was heißt es hier in Lukas 18, Vers 7? Sollte aber Gott nicht auch seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Und sollte er es mit ihnen lange hinausziehen? Das ist die Frage, die Christus stellt. Und die Antwort ist natürlich nein. Er wird Recht schaffen, aber es sind Menschen, die kontinuierlich Gott anbeten, kontinuierlich ihm dienen. In 1. Thessalonicher Kapitel 3. 1. Thessalonicher Kapitel 3 und in Vers 10. Das ist das, was damals der Apostel Paulus geschrieben hat. Nacht und Tag bitten wir inständig darum, euch persönlich zu sehen, um zu ergänzen, was an eurem Glauben noch fehlt. Und wir finden auch eine weitere Ermahnung von Paulus an Timotheus in 2. Timotheus Kapitel 1. 2. Timotheus Kapitel 1 und in Vers 3. 2. Timotheus 1, Vers 3. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich beständig in meinen Gebeten Nacht und Tag an dich denke. Und dann sagt er in Vers 4, ich wünsche dich zu sehen. Also hier wiederum auch die Gebete werden erwähnt, die nicht nur bei Tag beschrieben werden und erfüllt werden und dargebracht werden, sondern eben auch bei Nacht. Und eine weitere Stelle noch in Offenbarung Kapitel 7. Die Stelle bezieht sich auf die bekannte große Menge. In Offenbarung 7. Und in Vers 15, das sind Menschen, die die große Trübsal zunächst einmal durchmachen müssen, aber die werden in dieser großen Trübsal geläutert. Und dann heißt es in Vers 15, und darum sind sie vor dem Thron Gottes, wie wir heute auch schon vor Gottes Thron sind, wenn wir zu ihm beten. Und er sagt, und sie dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der geistliche Tempel heute ist Gottes Kirche. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Also hier sehen wir wiederum die Einstellung der Menschen, die Gott Tag und Nacht dienen, weil sie auch wissen, dass sie Tag und Nacht von Satan verklagt werden. Und Gott ist da, ihnen Tag und Nacht zu helfen. Nun, wir werden das
Laubhüttenfest für 7 Tage und 7 Nächte halten. Wenn ich sage 7 Nächte, dann meine ich damit, dass wir hin und wieder auch des Abends Aktivitäten haben, wie zum Beispiel ein Bibelstudium oder auch Taufen und natürlich auch Entertainment. Viele erfreuliche Aktivitäten, die auch alle zum Laubhüttenfest gehören. Und dann natürlich auch der letzte große Tag, der sich dem Laubhüttenfest anschließt. Schauen wir uns dies kurz an. In 3. Mose Kapitel 23, 3. Mose 23 und in Vers 39. 3. Mose 29 und in Vers 39. Da heißt es, so sollt ihr am 15. Tage des 7. Monats, wenn ihr die Früchte des Landes eingebracht habt, 7 Tage lang das Fest des Herrn halten. Und am 1. Tag ist Ruhetag und am 8. Tag, dem letzten großen Tag, ist auch Ruhetag. Und dann wiederum in Vers 41. Und ihr sollt 7 Tage im Jahr dem Herrn das Fest halten. Und das soll eine ewige Ordnung bei euren Nachkommen sein, dass sie im 7. Monat so feiern. Mit anderen Worten, hier werden 2 Ruhetage erwähnt. Das wird auch mit Sabbat übersetzt. 2 jährliche Festtage, 2 Sabbate. Aber das Fest sollte die gesamte Zeit über für 7 Tage lang gehalten werden. Und dann kommt der letzte große Tag, 5. Mose. 5. Mose 16 sagt uns das Gleiche. 5. Mose 16. Und lesen wir angefangen Vers 13. 5. Mose 16, angefangen in Vers 13. Das Fest der Laubhütten oder das Laubhüttenfest sollst du 7 Tage lang halten, wenn du von deiner Tenne und von deiner Kelter eingesammelt hast. Und Vers 14, sollst fröhlich sein an deinem Fest. Du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, der Levit, der Fremde, der Weise und die Witwe, die in deinen Toren sind. Vers 15, 7 Tage lang sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest halten an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Und diese Stätte ist für uns dieses Jahr Templin hier im Osten von Deutschland. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in all deinem Ertrag und in allen Werken deiner Hände, darum sollst du ganz fröhlich sein. Vers 16, 3-mal im Jahr soll alles, was männlich ist, in deiner Mitte vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen. Mit anderen Worten, zu 3 Jahreszeiten. Nicht nur 3-mal, sondern zu 3 Jahreszeiten, denn man soll ja 7-mal erscheinen. An der Stätte, die der Herr erwählen wird, am Fest der ungesäuerten Brote, und dieses Fest besteht ja auch aus 2 heiligen Tagen, am Fest der Wochen, mit anderen Worten Pfingsten, und am Fest der Laubhütten, was also das Posaunenfest und den Versöhnungstag mit einschließt. Sie sollen aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern an jeder nach dem, was er geben kann, nach dem Segen, den dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Also das Laubhüttenfest soll an dem Ort gehalten werden, den Gott erwählt hat. Und wir sollen an diesen Zeiten nicht mit leeren Händen erscheinen. Schauen wir uns kurz eine Stelle in Nehemia an, Kapitel 8. Nehemia, Kapitel 8. Ich merke mir das immer so, Esra, Nehemia, Esther. Kann man sich das vielleicht ein wenig merken. Nehemia, Kapitel 8 und in Vers 18. Nehemia 8, 18. Und es wurde alle Tage im Gesetzbuch Gottes gelesen. Und das werden wir auch tun. Wir haben alle Tage, für 7 Tage, eine Versammlung. Vom 1. Tage an bis zum letzten. Und sie hielten das Fest 7 Tage lang. Also jetzt nicht nur 1 oder 2 oder 3 Tage, 7 Tage lang. Und am 8. Tage die Versammlung, wie es sich gebührt. Es war eine heilige Versammlung am 8. Tage. Und auch am 1. Tage gab es eine heilige Versammlung. Aber das Fest wurde für 7 Tage gehalten und anschließend dann der letzte große Tag. Nur als Kontrast jetzt, wenn Sie sich später 3. Mose 23 anschauen, die Verse 6 bis 8, die brauchen Sie sich jetzt nicht aufzuschlagen, aber da wird von dem Fest der ungesäuerten Brote gesprochen.
Und da heißt es nicht, dass man das jetzt 7 Tage lang in dem gleichen Maße halten muss wie das Laubhüttenfest. Man muss während der Tage der ungesäuerten Brote diese 7 Tage hindurch darf keinen Sauerteig zu sich nehmen und soll den Sauerteig aus seinen Häusern entfernen. Aber es steht doch nicht, dass man 7 Tage lang an jedem Tag das Fest halten soll. Das steht aber hier im Hinblick auf das Laubhüttenfest, dass wir das Laubhüttenfest für 7 Tage lang halten. Die Tage der ungesäuerten Brote eigentlich nur am ersten und am letzten Tag, aber die ganze Woche hindurch kein Sauerteig. Wenn man natürlich sich zusammenfinden will, ist das okay. Aber es ist dies keine Verpflichtung. Das ist der Unterschied. Und was wird aber noch gesagt über das Laubhüttenfest? 3. Mose 23 und lesen wir Vers 42. Da heißt es, 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Und wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen. Und dann lesen wir auch noch einmal Nehemia. Kehren wir zu Nehemia zurück. Wenn Sie das eben schnell gefunden haben, dann müssen Sie jetzt noch einmal finden. Nehemia 8 und Vers 14. Nehemia 8 und Vers 14. Und sie fanden im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Kinder Israel am Fest im 7. Monat in Laubhütten wohnen sollten. Und dann in Vers 17. Und die ganze Volksversammlung derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, machten Laubhütten und wohnten darin. Denn die Kinder Israel hatten das zur Zeit oder seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis zu diesem Tage nicht getan. Und es war eine sehr große Freude. Nun, das hebräische Wort für Laubhütte ist Sukkah. S-U-K-K-A-H. Und es bedeutet wörtlich ein zeitweiliger Aufenthalt. Und wir sind heute nicht verpflichtet, jetzt buchstäblich Laubhütten zu bauen und in diesen Laubhütten für die gesamte Zeit zu wohnen. Aber der Geist des Gesetzes zeigt uns, dass wir nach wie vor in zeitweiligen Aufenthaltsräumen, sagen wir einmal, leben sollen. Und das hat eine Bedeutung. Dass wir dieses vom Geiste her nach wie vor tun. Zum Beispiel schrieb der neue biblische Kommentar Folgendes zu dieser Stelle in 3. Mose 23. Die Menschen leben für 7 Tage in Laubhütten, sodass sie wissen können, dass der Herr die Israeliten in Laubhütten wohnen ließ, als er sie aus dem Lande Ägypten führte. Der Gedanke, der hier unterstrichen wird, ist der eines gebrechlichen und zeitweiligen Charakters der Wohnsitze der Menschen während ihrer Reise in der Wüste. So wird auch Jerusalem mit einer Hütte in einem Weinberg in Jesaja 1, Vers 8 verglichen. Und so hat Gottes Kirche schon seit Jahrzehnten, ich möchte schon fast sagen Jahrhunderten, aber ganz so weit ist es noch nicht, aber seit Jahrzehnten gelehrt, dass wir heute nicht während des Festes in buchstäblichen Laubhütten wohnen müssen. Aber der geistliche Punkt ist der, und dieser Punkt ist es, den Gott uns mitteilen will, dass wir während des Festes in zeitweiligen Wohnungen, die uns Schutz bieten, leben sollen. Zum Beispiel schrieb die Gute Nachricht, eine unserer Zeitungen von damals, im August 1980, Folgendes. Es ist unerheblich, aus was heute die Wohnsitze bestehen. Damals wurden sie aus Zweigen und Ästen hergestellt. Heute sind es hauptsächlich Hotelräume, Motelräume, Campingwagen und so weiter. Der wichtige Punkt ist, dass es sich um Orte zeitweiligen Obdachs handelt. Und so hat auch die Gute Nachricht vom September 83 Folgendes gesagt. Die moderne Entsprechung von Laubhütten ist Hotels, Wohnwagen und andere Orte zeitweiligen Aufenthalts. Und dann auch die Gute Nachricht vom September, Oktober 1990 sagte Folgendes. Wir leben nach wie vor in zeitweiligen Wohnungen während des Festes. Und dann auch noch die Lektion 30 des Ambassador College Bibelfernlehrgangs, der im Jahre 86 herausgegeben wurde. Eine Laubhütte ist eine zeitweilige Wohnung. Gott gebot den alten Israeliten, während des Festes in zeitweiligen Wohnsitzen zu leben,
die aus Ästen und Wegen oder Weigen hergestellt wurden. Für Gottes Volk, das heute das Fest in unterschiedlichen Klimaverhältnissen begeht, sind Wohnungen, Motel- oder Hotelräume als zeitweiliger Aufenthalt bestimmt. Dies nur zur Erklärung, warum wir heute nicht buchstäbliche Laubhütten herstellen und dann vielleicht einen Tag oder vielleicht eine Mahlzeit in diesen Laubhütten einnehmen. Das wäre sowieso nicht das, worum es geht, sondern es ist eben der Fall, dass wir in zeitweiligen Laubhütten, in zeitweiligen Wohnsitzen leben sollen. Das hat einen Grund. Das hat schon einen Grund, auf den ich gleich eingehen werde. Denn der geistliche Gehalt ist nach wie vor gegeben. Wir sollten uns nämlich darüber im Klaren sein, dass dieses zeitweilige Wohnen während des Laubhüttenfestes uns daran erinnert, dass wir heute Pilger sind auf der Erde, Fremde, Wanderer, könnte man sagen. Wir leben in einer bösen Welt und wir sind solche, die diese böse Welt zwar durchwandern müssen, aber nicht Teil dieser bösen Welt sein dürfen. 1. Petrus, Kapitel 1. 1. Petrus, Kapitel 1 und lesen wir Vers 1. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremden in der Zerstreuung. Und dann werden einige Staaten, einige Länder hier genannt. Es geht um die auserwählten Fremden, die in der Zerstreuung, in der Diaspora lebten. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 11. Da sagt Petrus und er spricht die auserwählten Fremden an: Geliebte, ich ermahne euch als Fremde und Pilger, enthaltet euch von sinnlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und dann auch in Hebräer Kapitel 11 und in Vers 13. Hebräer Kapitel 11 und in Vers 13. Und es geht hier um die Alten des Alten Testamentes, sagen wir einmal. Und die werden hier alle aufgeführt: Abraham, Isaak, Jakob und so weiter. Vers 13 auch von Hebräer 11. Sie sind alle im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sie von Ferne gesehen und auf sie vertraut. Sie haben sie begrüßt und bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind. Sie waren lediglich Fremde und Gäste auf Erden, wie auch wir heute Fremde und Gäste auf Erden sind. Schauen wir uns Psalm 84 an. Psalm 84 und lesen wir Vers 5. Psalm 84 und Vers 5. Da heißt es hier in der neuen Lutherbibel, auch in der revidierten Lutherbibel wird es ähnlich übersetzt: Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, sie loben dich immer da. Die in deinem Hause wohnen. Eine weitaus bessere Übersetzung findet sich in der englischen Bibel, wo es heißt: Dessen Herz auf Pilgerschaft ausgerichtet ist. Und die Menge-Bibel schreibt: Wenn auf Pilgerfahrten sie sinnen. Also wohl denen, die auf Pilgerfahrten sinnen, die also erkennen, die also wissen, was hier auf Erden mit uns geschieht, es ist eine Pilgerfahrt. Wir sind Gäste, wir sind Pilger, wir sind Fremdlinge auf dieser Erde. Und sogar unsere physischen Körper können mit zeitweiligen Zelten verglichen werden. Werden sie auch in 2. Petrus Kapitel 1. 2. Petrus 1. Und lesen wir die Verse 12 bis 15. 2. Petrus 1, die Verse 12 bis 15. Da heißt es: Deswegen will ich es nicht vernachlässigen, euch immer daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gefestigt seid in der vorhandenen Wahrheit. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Zelt des Leibes bin, euch wach zu halten, indem ich euch erinnere, denn ich weiß, dass ich mein Zelt bald abbrechen muss, wie mich auch unser Herr Jesus Christus erkennen lässt. Ich will aber dafür eifrig bemüht sein,
dass ihr euch das auch nach meinem Abschied jederzeit ins Gedächtnis rufen könnt. Nun hier als eine Einfügung. Vers 15 ist besser wie folgt zu übersetzen. Ich werde mich eifrig dafür bemühen, euch eine Erinnerung zu hinterlassen. Und diese Erinnerung bezieht sich in der Tat auf die inspirierten Schriften, denn es waren Petrus und Paulus und Johannes, die den Kanon des Neuen Testamentes zusammengefügt haben, nicht die katholische Kirche, die später gewisse Dinge übernommen hat. Und hier spricht Petrus davon, dass da schon sehr viele Schriftrollen existierten, die autorisiert waren. Und Johannes würde dann derjenige sein, der alles letztendlich zusammenfügen würde. Aber es geht mir hier um den Punkt, dass es um das Zelt des Leibes geht. Und so lesen wir auch in 2. Korinther. 2. Korinther. Also selbst unser Körper erinnert uns daran, dass wir nur ein zeitweiliges Leben haben. Unser physischer Körper. 2. Korinther Kapitel 5 und in Vers 4. 2. Korinther 5 und Vers 4. Denn wir, die wir in dem Zelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Er wollte einen geistigen Körper, einen unsterblichen Körper empfangen. Er wusste, dieser physische Körper ist lediglich ein vorübergehendes Zelt. Nun, wir wissen auch, dass Christus und die frühe Kirche das Laubhüttenfest und den letzten großen Tag gehalten haben, was uns auch zeigen sollte, dass wir heute nach wie vor diese Tage halten sollten. Johannes Kapitel 7. Johannes Kapitel 7 und in Vers 2. Die Stelle hatten wir übrigens schon am letzten Sabbat gelesen, glaube ich. Aber wir haben viele hier, die noch nicht da waren. Und da wird über Christus gesprochen. Und es heißt hier in Johannes 7, Vers 2, das Laubhüttenfest der Juden stand kurz bevor. Das Laubhüttenfest der Juden, weil es damals nur die Juden noch hielten, aber auch, weil sie gewisse Dinge da hinzugefügt hatten, sodass es nicht mehr das Laubhüttenfest des Herrn war. Vers 10. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren, da ging auch er hinauf zum Fest. Also er hat es gehalten. Nicht öffentlich, sondern möglichst unentdeckt. Vers 14, aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Und dann Vers 37, wo es heißt, aber am letzten, dem großen Tag des Festes, zu dem 8. Tag, da stand er auf und rief, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme von lebendigem Wasser fließen, und das sagt er aber vom Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das war die Lehre des letzten großen Tages, wenn alle Menschen die Gelegenheit erhalten werden, das Heil zu erlangen. Es geht nicht um den letzten Tag des Festes, dem 7. Tag, der war noch nicht einmal ein heiliger Sabbattag. Also das ist nicht der Fall, es geht um den letzten großen Tag, den wir auch noch begehen werden. Aber auch jetzt in Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9 und angefangen in Vers 27. Eine sehr interessante Stelle, eine sehr missverstandene Stelle von vielen. In Lukas 9, Vers 27 sagt er zu den Jüngern: Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige von denen, die hier stehen, er sprach seine Jünger an, seine Apostel, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. Und dann fährt er fort zu sagen, Vers 28, und es geschah etwa 8 Tage nach diesen Reden, dass er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich nahm und auf einen Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, Vers 29, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Und die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren, die waren voller Schlaf. Und als sie aber völlig aufwachten, da sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer bei ihm stehen.
Und es geschah, als diese von ihm schieden, sagte Petrus zu Jesus: Meister, hier ist gut sein, lass uns drei Hütten machen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er redete. Vers 34, und als er das gesagt hatte, da kam eine Wolke, überschattete sie und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen, und eine Stimme kam aus der Wolke, die sagte: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und als die Stimme erklang, fanden sie Jesus allein, und sie schwiegen und berichteten in jenen Tagen niemandem, was sie gesehen hatten. Diese drei Jünger sahen in einer Vision. Es war hier ganz klar eine Erscheinung, eine Vision, wie es im Reich Gottes aussehen würde. Und sie sahen Jesus in verherrlichter Gestalt, sie sahen Mose und Elia in verherrlichter Gestalt, in einer Vision, denn zu dem Zeitpunkt war weder Jesus in verherrlichter Gestalt und auch Mose und Elia waren tot im Grab. Aber es war eine Vision, die ihnen beschreiben sollte, wie es im Reich Gottes sein würde, wenn Jesus, Mose und Elia im Millennium herrschen würden als verherrlichte Gottwesen in Gottes Reich. Interessant ist, dass dies offensichtlich eine Situation war, wo Petrus sagte: Oh, das ist hier gut, hier ist gut sein. Also im Reich Gottes wird es gut sein, ist die Idee. Und sie wollten Hütten bauen. Und wie wir aus anderen Erklärungen und Aufzeichnungen wissen, geschah diese Vision zur Zeit des Laubhüttenfestes. Und deswegen wollten die Hütten bauen. Sie wussten zwar nicht genau, worum es hier eigentlich ging, aber es ist dies eine Vision im Hinblick auf das, was im Reich Gottes geschehen würde. Es ist keine Realität gewesen. Mose und Elia sind nach wie vor und waren immer schon, als sie gestorben sind, im Grab. Aber auch die gesamte Menschheit wird in der Zukunft das Laubhüttenfest halten. Auch dies ist eine sehr klare Feststellung. Man findet zum Beispiel eine Stelle in Hosea Kapitel 12. Hosea Kapitel 12 und in Vers 10. Hosea 12 und Vers 10. Da heißt es: Ich aber, der Herr, bin dein Gott vom Land Ägypten her, der dich noch in den Zelten wohnen lässt, wie man es zur Festzeit zu tun pflegt. Es geht hier um den Auszug des zukünftigen Israel aus einer zukünftigen Gefangenschaft. Und sie werden dann wieder das Laubhüttenfest halten. Und wir lesen auch etwas Ähnliches in Sacharja 14. Sacharja 14, angefangen in Vers 16. Sacharja 14 und Vers 16, auch hier eine Beschreibung des Millenniums und eigentlich auch des großen weißen Throngerichtes. Sacharja 14, Vers 16, und alle übrigen unter allen Nationen, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um den König, den Herrn Zebaoth, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Vers 17, und so wird es sein, dass es über jedem Geschlecht der Erde, das nicht nach Jerusalem heraufkommen wird, um den König, den Herrn Zebaoth, anzubeten, nicht regnen wird. Und Vers 18, wenn das Geschlecht der Ägypter nicht darauf zöge und käme, so würde es auch über ihnen nicht regnen. Das wird die Plage sein, womit der Herr alle Heiden, die nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu feiern, plagen wird. Vers 19, und das wird eine Sünde der Ägypter und aller Nationen sein, die nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Schauen Sie, es wird eine Sünde sein, es nicht zu tun. Es ist eine Sünde, heute es nicht zu tun. Nun, die sieben Tage der Wiederherstellung der Erdoberfläche in 1. Mose 1, als die Sieben-Tages-Woche erschaffen wurde, die symbolisiert eine Zeitspanne von 7000 Jahren menschlicher Existenz. Die Bibel zeigt uns in vielen Stellen, dass bei Gott ein Tag wie so ungefähr 1000 Jahre sind in Gottes Plan. Sie können das nachher in Psalm 90, Vers 4 nachlesen, Psalm 90, Vers 4 und auch in 2. Petrus 3 und Vers 8. Und der Vergleich, die Symbolik ist: Gott hat während 6 Tagen der Wiederherstellung der Erdoberfläche gearbeitet, sozusagen, hat alles erschaffen.
hat es sehr gut genannt, inklusive den Menschen. Aber auch der Mensch hat 6000 Jahre gearbeitet, aber unter der Einflussnahme von Satan, dem Teufel. Und er hat in keinster Weise getan, was sehr gut war in Gottes Augen, sondern was sehr schlecht war in Gottes Augen. Und Gott hat am 7. Tag geruht von seiner Arbeit, nicht weil er hätte ruhen müssen, er wurde nicht müde, er tat es, um uns ein Vorbild zu geben. Und so sollen wir auch am 7. Tag in der Woche ruhen, aber es geht jetzt auch darum, dass der Mensch an dem letzten der 7000 Jahre, diesen letzten 1000 Jahren, ruhen wird von seiner schlechten Arbeit. Gott hat am 7. Tag geruht, er hat den 7. Tag geheiligt, er hat den Menschen empfohlen und befohlen, den 7. Tag zu halten, auch heute. Hebräer 4, Vers 9 sagt Ihnen das in der richtigen Übersetzung. Es sollte dort geschrieben stehen, es ist die Verpflichtung des Volkes Gottes, den Sabbat zu halten. Und dieser 7. Tag symbolisiert Ruhe. Aber der letzte 1000-jährige Tag symbolisiert ebenfalls Ruhe. Es ist der 1000-jährige Tag, wenn man so will, des Millenniums. Und das wird deutlich gemacht in Hebräer, angefangen Vers 11 von Kapitel 3. Hebräer 11. Hebräer 3 und Vers 11. Da heißt es, ich schwur in meinem Zorn, sie, er spricht jetzt vom alttestamentlichen Israel, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und dann weiter in Vers 18. Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen. Vers 19, und wir sehen, dass sie nicht hineinkommen konnten wegen des Unglaubens. Wir sehen den Zusammenhang zwischen Unglaube und Ungehorsam. Lesen wir jetzt weiter in Kapitel 4, angefangen in Vers 1. Hebräer 4 und Vers 1. So wollen wir uns nun fürchten, damit nicht etwa jemand von euch zurückbleibt, solange die Verheißung besteht, in seine Ruhe einzugehen. Solange die Verheißung besteht, in seine Ruhe einzugehen. Vers 2. Denn es ist auch uns verkündigt, genau wie jenen. Aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil es nicht mit Glauben verbunden wurde bei denen, die es hörten. Unglaube, Ungehorsam. Vers 3. Denn wir, die wir glauben, gehen in die Ruhe ein. Wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Anbeginn der Welt geschaffen wurden. Vers 4. Denn so hat er an einer Stelle vom 7. Tag gesagt, und Gott ruhte am 7. Tage von allen seinen Werken. Und hier, Vers 5, an dieser Stelle wieder, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da es nun noch aussteht, dass einige in sie eingehen sollen und die, denen es zuerst verkündigt wurde, nicht hineingekommen sind wegen des Ungehorsams, bestimmt er noch einmal einen Tag, ein Heute, und sagt nach so langer Zeit durch David, wie gesagt wurde, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, würde er nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Also ist noch eine Sabbatruhe, Vers 9, vorhanden für das Volk Gottes. Hier wird das Wort Sabbatismus gebraucht im Hebräischen. Und wie ich sagte, die Lamsa-Bibel schreibt, es ist die Verpflichtung des Volkes Gottes, den Sabbat zu halten, die Sabbatruhe zu halten. Aber jetzt wieder Vers 10, denn wer in seine Ruhe, ein anderes Wort wird gebraucht, eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, genauso wie Gott von dem Seinen, Vers 11. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe hineinzukommen. Mit anderen Worten, es geht um einen Vergleich. Ein Vergleich zwischen dem wöchentlichen Sabbat, der uns die Ruhe schenkt von den 6 Tagen Arbeit in der Woche, mit dem jährlichen oder, ich möchte sagen, dem Millennium-Sabbat von 1000 Jahren, der uns Ruhe gibt von den 6000 Jahren unserer vergeblichen Mühe unter Satans Inspiration. Und so wird uns Gott Ruhe geben, wenn Christus zurückkommt. Und zwar beständige Ruhe. 2. Thessaloniker, Kapitel 1.
2. Thessaloniker, Kapitel 1 und in Vers 7. Es heißt, dass er euch aber, die ihr heute Bedrängnis erleidet, Ruhe zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her geben wird, mit den Engeln seiner Kraft. Wir erleiden heute Bedrängnis. Christus wird uns Ruhe geben, wenn er zurückkommt. Ruhe von Bedrängnis, aber auch Ruhe von Kummer und Sorge und Leid. Jesaja Kapitel 14. Jesaja 14 und in Vers 3. Jesaja 14 und Vers 3. Und zu der Zeit, wenn dir der Herr Ruhe geben wird von deinem Jammer und Leid und von dem harten Dienst, der dir auferlegt war, dann wird hier sogar ein Spottlied angesagt und verkündet gegen den König von Babel. Es geht mir hierum, Gott wird Ruhe geben denen, die zurzeit durch Jammer und Leid und sogar auch harten Dienst gehen. Er wird uns Ruhe geben von Kummer. Jesaja Kapitel 32. Jesaja 32. Diese Ruhe wird in Hebräer beschrieben. Jesaja 32, angefangen Vers 17. Da heißt es, die Frucht der Gerechtigkeit wird Friede sein. Und der Nutzen der Gerechtigkeit werden Ruhe und Sicherheit für immer sein. Und mein Volk wird in Häusern des Friedens wohnen, in sicheren Wohnungen und in sorgloser Ruhe. Eine wunderbare Prophezeiung. Und lesen wir auch Jesaja Kapitel 30. Jesaja Kapitel 30, oder vielmehr Jeremia, entschuldigen Sie, Jeremia Kapitel 30. Und in Vers 10. Jeremia Kapitel 30 in Vers 10, es heißt hier in der neueren Lutherbibel, ich glaube auch in der revidierten heißt es so: Darum fürchte dich nicht, du mein Knecht Jakob, sagt der Herr, und erschrecke nicht, Israel, denn siehe, ich will dich aus fernen Ländern retten und deine Nachkommen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft, und Jakob soll zurückkehren, in Frieden leben und Genüge haben, und niemand soll ihn aufschrecken. Obwohl es heißt hier, er soll in Frieden leben, schreibt die Schlachterbibel zum Beispiel, Jakob wird ruhig und sicher sein. Also es wird Ruhe gegeben werden den Völkern, die heute in Unruhe leben. Das gilt für die Völker, das gilt für alle Menschen, die dann leben werden. Aber Gott gibt uns heute schon diese Ruhe, bietet uns heute schon diese Ruhe an. Ganz besonders während der sehr friedvollen Zeit des Laubhüttenfestes. Die Frage ist, sind wir willens, diese Ruhe anzunehmen? Gott bietet sie uns an. Nehmen wir sie an. Jeremia Kapitel 6. Oder machen wir uns weiter, sogar während des Laubhüttenfestes, Unruhe. Jeremia Kapitel 6 und Vers 16. So sagt der Herr, tretet auf die Wege und schaut und fragt nach den früheren Wegen, welches der gute Weg sei, und geht ihn. Und dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Aber sie sagen, wir wollen ihn nicht gehen. Hoffentlich trifft es nicht auf uns zu. Jesaja Kapitel 28. Jesaja Kapitel 28 und lesen wir die Verse 11 und 12. Jesaja 28 und Vers 11. Wohlan! Er wird einmal mit unverständlichen Worten und mit einer anderen Zunge zu diesem Volke reden, dem jetzt dieses gepredigt wird. Das ist die Ruhe. Erquickt man die Müden. Das ist die Erquickung. Und sie wollten nicht hören.
Und deswegen sagt Gott, dann wird er einmal in einer Sprache reden, die man verstehen wird. Aber das ist nicht die Sprache, die wir gerne hören möchten. Wir müssen heute Gottes Ruhe annehmen. Und das Laubhüttenfest erinnert uns daran, dass die gesamte Menschheit einmal diese Ruhe erfahren wird, die wir heute bereits schon erfahren können. Psalm 94. Psalm 94, die Verse 12 und 13. Psalm 94, Vers 12. Wohl dem, den du, Herr, züchtigst. Manchmal bedarf es Leiden, sagen wir einmal, um sich zu besinnen. Wohl dem, den du, Herr, züchtigst und den du durch dein Gesetz lehrst, um ihm Ruhe zu schaffen. Vor den Tagen des Unheils, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Wir sollen jetzt schon Gottes Ruhe erhalten. Wir müssen sie annehmen. Was sagt uns Christus? Matthäus Kapitel 11. Matthäus Kapitel 11. Und lesen wir die Verse 26 bis 29. Matthäus 11 und Vers 26. Er sagt, ja, Vater, denn so gefiel es dir. Es ging darum, die Wahrheit den sogenannten Unmündigen zu zeigen. Vers 27, alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn zeigen will. Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch, Vers 29, und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wie? Ihm nachfolgen. Wie? Sanftmütig sein. Wie? Von Herzen demütig sein. Das sind Erfordernisse. Aber so werden wir Ruhe finden für unsere Seelen, für unser Leben. Und jeder Sabbattag, wie der Tag, den wir gerade gehalten haben, sollte uns an die Ruhe des Millenniums erinnern. Der wöchentliche Sabbat ist auch ein Vorläufer für die Ruhe des Millenniums. Und so lesen wir eine Stelle in Lukas Kapitel 23, die uns zeigt, dass der Sabbat auch nach dem Tod Jesu Christi nach wie vor gehalten wurde und dass das Gesetz der Sabbateinhaltung keineswegs abgeschafft worden ist, als Christus starb. Lukas 23 und Vers 56. Nachdem also Christus gestorben war, die Frauen sahen, wie sein Leib in das Grab gelegt wurde, Vers 56, dann kehrten sie um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben zu und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz. Das Gesetz bestand nach wie vor, es war der Sabbat der Ruhe, auch wiederum ein Symbol, sagen wir mal, ein Vorläufer auf das Millennium, die Zeit der Ruhe für alle Menschen, der Ruhe von Sorge, von Pein, der Ruhe von Satans Verführung. Und so möchte ich Ihnen allen heute, jetzt, ein geruhsames Laubhüttenfest 2016 wünschen, ein Fest der Freude, des Friedens und der Ruhe.